Willkommen zurück zu Dragon Quest Treasures. Wir sind hier im Schwingenmoor, denn wir haben nicht nur eine super wichtige Quest dort hinten zu erledigen, sondern auch eine kleinere hier vorne, hier wo scheinbar ein Schatz in der Nähe ist. Okay, krass. Jedenfalls mit ihr müssen wir reden, denn wir wollen sie rekrutieren für unser Team. Also nicht für unser Kämpferteam, sondern einfach nur für unser Basisteam, so gesehen. Aber die kämpfen da gerade jetzt nicht. Natürlich, selbst die größte Köchin kann nicht alles allein machen. Ich brauche ein Team an Helfern, sonst wird das Essen niemals rechtzeitig La Cuisine verlassen. Lass mich überlegen. Hallo, hallo. Ah, die Krimmensau, die hast du ja schon. Ja. Hahaha, genau das Ding. Merci beaucoup. Wirklich, merci beaucoup. Jetzt wird, ja, alles Geld auf mir. Dann werde ich mich todessüh zum alten Bahnhof aufmachen. Vielleicht sollte ich vorher Bescheid sagen, dass ich komme. Madame Cicely wird bestimmt alles vorbereitet haben, bis ich eintreffe. Und wir sehen uns dann ebenfalls dort. Sehr gut. Hey, okay, hier in der Nähe ist noch ein Schatz. Sammeln wir den eben ein. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch zu tun haben. Okay, irgendwo an einem Blatt. Hier. Ja, hier, okay. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ein bisschen weiter vorne, hat er eine Brücke gesehen? Nein, nee, doch, das passt so ungefähr. Na gut. Badam. Yeah. Es gibt einiges zu tun. Wir können so ziemlich tun und lassen im Moment, was wir wollen. Oh, wir können entweder leveln oder wir könnten ein paar große Missionen angehen. Wir könnten genauso aber auch in den Untergrund, ins Gewirr, da gibt es ja auch jetzt eine neue Ebene, wo man mindestens Level 20 für sein muss. Und das sind wir jetzt fast alle. Ansonsten, in anderen Gebieten noch umschauen, keine Ahnung. Ja, hier oben habe ich nicht hingetroffen, weil die noch ein bisschen zu stark sind. Hier müssen wir übrigens als nächstes hin, das ist unser nächstes großes Ziel. Aber ich weiß nicht, ob ich mich das schon traue. Ich würde, glaube ich, auf jeden Fall erstmal hier diesen Weg entlang gehen jetzt. Da so entlang. Und dann schon mal schauen, ob wir das hier meistern können. Und hier eben, warum nicht? Ja, ich könnte mich auch hier hin teleportieren und dann den kurzen Weg gehen, aber nein, Mann, wir machen hier keine kurzen Wege. Wir gehen den langen Weg, denn wir wollen ja auch viel erkunden und natürlich auch viele Schätze ergattern. Wir sind hier in Dragon Quest Treasures, nicht in Dragon Quest, weiß nicht, 15. Habe ich jetzt ausgedacht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ach ja, wir haben jetzt einen Drachen bei uns, mit dem wir gleiten können. So, kommen wir zum Beispiel hier easy peasy rüber. Da ist gerade nachts. Leider keine spaßige Musik. Dafür schlafende Gegner. Man nimmt, was man kriegen kann. Sag ich mal so. Ich sag wirklich gar nichts los. Richtig tote Hose, Mann. Du, was gegen uns kämpfen? Traut er sich auch noch und kriegt mich. Hat mich einmal erwischt. Und jetzt hat er auch noch die Slimes geweckt. Ich komme nicht mehr drauf klar. Ich komme mir auf gar nichts klar. Nein, komm, lass doch den Slime in Ruhe. Warum greifst du denn? Lass sie doch in Ruhe. Oh. Aber gegen den Ohrkönig können wir kämpfen. Wir sind zwei. Ein Typ und eine Frau da hinten. So. Bisschen leveln kann nicht schaden. What slime is it? Und wir kriegen hier auch noch ein paar Göttertränke. So heißen die zumindest. Na gut. Ich liebe diese Soundeffekte, ehrlich. Aber diese Retro-Soundeffekte, die es schon seit Jahren gibt, ich finde die super. Ich finde das klasse, Mann. Und dich finde ich nicht so klasse, also verschwinde! Lass dich nie wieder blicken! Verstanden! Ich hoffe es doch. Ja, das hat was hier. Immer diese Ringe. Oh, warte mal. Apropos Ringe. Seisenshop, genau. Hier haben wir einen von diesen Ballons, die wir abschießen müssen. Sehr schön. Das heißt, lass mich lügen, der dritte, glaube ich. Ich glaube, das war die Wahrheit. Das müsste der dritte gewesen sein. Wir sollen 10 davon finden hier in diesem Gebiet. Ob ich das schaffe? Schauen wir mal. Aber warte, da ist direkt der nächste. Da. Genau da. Oh, getroffen. 4. Oh, nett. Dankespiel. Und schau mal, wir sind noch 200 Meter entfernt. Das ist doch super. Ja, ich weiß nicht. Ich könnte theoretisch jetzt diese 600 Meter, fast 500 Meter, noch zu unserem Story-Ziel hingehen. Aber ich
hab ein bisschen Angst, dass sie zu stark sind, die Gegner. Oder vielleicht sogar ein Boss, weiß was ich. Was? Strahlestein? Ein sakraler Stein, der sich durch ein göttliches Glühen auszeichnet. Aha. Das ist ja grandios. Fiederfluren. Ja, die Flieder. Die Flunderflieder. Ey! Ich hab schlafen, Hilfe! Okay, danke. Wieso können die Viecher mich einschläfern? Das finde ich gar nicht nett. Die schneller besiegen, als dass die uns einschläfern können. Sonst haben die nämlich einen großen Vorteil. Schatzkarte! Okay, und für wo ist die? Im Schwingenmoor, direkt hier, wo wir sind. Ah, hier. Cool. Wir haben schon mal eine für ein anderes Gebiet bekommen. Da waren wir noch nicht. Also bei dem X. Von einem anderen Gebiet. Aber eins nach dem anderen. Wir werden ja so oder so nochmal in jedes einzelne Gebiet nochmal hingehen müssen. Na, passt. Nee, regnet es. Aber warte, ich bin vom Weg abgekommen. Muss eigentlich hier lang. Okay. Das sind ein paar Gegner. Ballons sehe ich jetzt aber noch nicht. Ich sehe aber ein bisschen mehr die Grasbüsche, die ich hier untersuchen kann. Ist ja auch nicht schlechtes. Auch nicht verkehrt. Aha, aha, The Treasure. Ich sehe sie. The Treasure. Komme ich da hoch? Ja. Easy. Na komm, eine Medaille oder so. Ja, wirklich, eine Schlammhand-Medaille. Da du, Kollege, da noch nichts hast, kannst du gerne ein... Komm, ah ne, falsches Menü. Hier, Medaillen. So. Ja, kannst alle haben. Komm, nimm sie dir alle. Schnapp sie dir. Pokémon. Sowieso. Wahrscheinlich ist er jetzt stärker. Ey, wo kommst du denn her? Ah, Hilfe! Wollt mich reinziehen! Sag mal, geht's noch? Die haben mir böse Sachen vor. Hat jemand einen Schatz dafür gesagt? Klaus? Ja, wo denn? Hier in der Richtung? Ne, hier nicht. Aber hier sind noch ein paar von diesen Strahlsteinen. Die hätte ich gerne. Warum nicht? Die strahlen halt so schön. Mann. Okay. Wo muss ich lang gehen? Hier! Nein, das ist es nicht mal. Das ist ein Silberschatz. Das ist nicht mal der Schatz, den wir suchen. Ja, die kämpfen ruhig. Können sie. Kurz Pause, Moment. Tada! How much is this worth? Wow, irgendein fettes Vieh. So. Das könnte meiner Bahn. Komm, ich helfe euch. Ey! Ihr habt mich voll erwischt, Mann. Let's speak to that monster later. Kurz heilen. Come on, come on. Schön. Na komm, wo ist es denn? Ich wollte gerade nämlich die Aura aktivieren. Sehr gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ist direkt vor mir. Sehr gut. Ja, man kann es auch so finden. Und wie man das kann. Wow. Ein Schatzbeutel. Mit einer Karte drauf. Du erhältst den Schatz. Oder Fies. Was auch immer. Was haben wir denn hier? Knochen? Spitzes Schmuckhorn. Der spitze Auswuchs eines ausgesprochenen Scheusals. Für Kugeln. Also weil die Strahlkugeln habe ich jetzt nicht gelesen, wofür die gemacht werden. Was aus denen gemacht wird. Aber vermutlich Kugeln. Und ja, wo gehen wir jetzt lang? Oh, hier ist noch eins. Ja, wenn die auf dem Weg liegen, dann nehme ich es auch mit. Ah, das ist auf unserem Weg, wo wir storyweise hin müssen. Dann müssen wir hier rum. Und dann ganz Weg entlang. Aber wir gehen das mal woanders lang, habe ich ja gesagt. Aber da haben wir auf jeden Fall gleich mal einen Schatz. Steinige Stiege. Und da oben ist einer. Einer von den Ballons. Ja, okay, von hier aus sehe ich den natürlich nicht. Ah, vielleicht kann ich den von hier oben sehen. Moment. Ohrkündigen, aha. Sehr schön. Die Hälfte haben wir. Sehr, sehr schön. Und das meins. Haha. Boxerbrühe-Rezept. Resistenz gegen Betäubung und physische Angriffe. Oh. Oh, hi. Alleine würde ich nicht gerne kämpfen, Mann. Oh, oh. Oh, aber Level 20. Ja, schön. Wir sind ja auch Level 20 jetzt, von daher. Was das?
ordentlich und super gut geklappt. Schau mal da. Direkt der nächste. Aber will nicht anvisieren. Wieso nicht? Na komm. Wieso nicht? Kann ich einfach mal schießen? Läuft da überhaupt irgendwas? Ich habe nicht das Gefühl, dass er wirklich irgendwas wirft. Also vielleicht noch was von hier drüben versuchen. Krach. Du machst hier keinen Krach. Was? Ein Rivalenteam ist hier auf den Fersen. Das haben wir letztens schon mal. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Irgendwann ist es wieder weggegangen, aber ich habe keine Ahnung. Was? Hey! Oh. Das haben wir ein Problem. Da sind wieder so viele Gegner. Meine Teammates schlafen. Nein! Ist er tot? Ja. Gut. Okay, ihr könnt euch heilen. Sehr schön. Ich will noch versuchen, da ranzukommen. Oh mein Gott, ich kann wie Ocarina of Time einfach die ganze Zeit machen. Oh mein Gott. Hab ich gar nicht gemerkt. Wie geil. 6! Was ich sehen kann. Was ich vielleicht tue, vielleicht auch nicht. Und hier ist ein Schatz. War klar, dass hier ein Schatz ist. Das war ehrlich gesagt wirklich klar. Ja, die Slimes. Ich weiß nicht, ob die auf dem Level, auf der Stufe irgendwas anrichten können. Eigentlich nicht. Was sind so Slimes? Aber ich weiß ja nicht. Wir haben selber einfach nur einen Slime bei uns. Da bin ich mir da nicht super sicher. Okay. Und weg ist er. Rasel braucht Heal. Habe ich noch so Heal-Kugeln? Ja, so ein paar habe ich. Ja, bitteschön. Den Rest heilst du bestimmt noch selber. Ich wollte nun keinen Push geben. Schau mir die Welt an von hier oben. Giftige Handmedaille. Lass mal sehen. Ich kann noch eine haben. Mehr Geschick. Ja, warum nicht? Gib mir, was ich kriegen kann. Okay. Na gut. Komm ich jetzt hier einfach easy runter? Giddyab. Was ist das hier für ein Weg? Wo ist der denn hin? Da würde ich jetzt eigentlich ungern lang. Ach, schau mal, hier sind wir schon. Hab ich gar nicht gemerkt. Ah. Hier sind wir ja schon. Okay. Und schau mal, mit wem wir da reden können. Mit Bresela. Der Lieben. Das Bahnhof. Und der Bahnhof. Oh, hallo Eric. Perfektes Timing. Ich bin auf der Suche nach Schätzen hergekommen und dabei auf dieses arme Ding gestoßen. Irgendwie hat es sich verletzt. Ich habe versucht, sie zu verarzten, aber ihr Zustand bessert sich einfach nicht. Ich glaube, eine gute Mahlzeit könnte bei ihr Wunder wirken. Könnte ich dich vielleicht bitten, mir Schafzahnsteak zu besorgen? Wie ich gehört habe, sind Säbelzahnkatzen ganz verrückt danach. Ich wünschte, ich könnte selbst eins zubereiten, aber ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ehrlich gesagt bin ich eine furchtbare Köchin. Oh, und keine Sorge, es gibt auch eine Belohnung. Also bei der Belohnung bin ich dabei. Essen, Hunger. Ja, keine Ahnung, wie machen wir das denn? Ah, wir kriegen ja sowieso die Kantine freigeschaltet. Wahrscheinlich sobald wir wieder nach Hause zurückkehren. Das werde ich jetzt wahrscheinlich eben machen, weil hier gibt es ja nichts mehr, oder? Ja, das ist die Quest. Obwohl, hier drüben ist noch was. Das ist noch ein Monument. Darf ich noch hin? Lass uns mal gucken, ob wir das überhaupt freischalten können. Das Sanguini kann ich mal abgeben. Und was? Finsterlinge? Du kannst bei den Pilzstellen hier in der Nähe nach Finsterlingen suchen. Wir haben 3, wir brauchen aber 6. Ich finde das super verwirrend in diesem Spiel. Manchmal sind unsere Zahl links und manchmal sind unsere Zahlen rechts. Und hier ist wieder ein Rivalenteam in der Nähe. Ich krieg da wirklich ein bisschen Herzrasen, ein bisschen Angst. Bin mir nicht sicher, ob das so gut oder so schlecht für uns ist. Ich kann es nicht einschätzen. Gehen wir erstmal hier entlang, würde ich sagen. Denn wir müssen ja sowieso hier 100 Meter in die Richtung. Oh, 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 oh. Nein. Ja, was war das? 7? Ich hab's schon nicht mehr im Kopf. Aber ich bin froh. Ich habe die relativ gut gefunden bisher. Relativ gut. Wagen. Was ist los, den Gegner? Oh, hi, feuchte Hand. Und tschüss. Ah, nicht runterspringen. Okay, du kannst fliegen. Da sollte jetzt ein Problem sein, wieder hochzukommen. Ja. Alright. 50 Meter. Hast du einen Schatz? Rivalenteam nähert sich.
it's close. Okay, stopp. Lass uns ganz schnell den Schatz finden. Und die Aufgabe erledigen. So schnell es geht. Was, du siehst so? Wieso siehst du denn so bunt? Verdammt, ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Hey, it's close. Wie jetzt? Nicht hier? Was? Irgendwo bei irgendeinem Büschel. Was ist das denn für welche? Stücksrabe. Aha. Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich sehe gerade so viel auf einmal. Hier vielleicht. Ja! Ich dachte mir schon, das müsste über uns sein. Hier schnell. Was ist denn hinten? Lagerfeuer mitten im, auf der Insel. Lol. Ich finde das cool, wenn man auf der Map so Sachen markieren könnte. Wisst ihr? So eine Stecknadel reinstecken könnte hier so. So zack. Aber kann man nicht. Kann ich nur zurückschippen hier lassen. Rivalentin nähert sich. Oh, Rivalentin ist auf deinen Schatz abgesehen. Vermeide es. Schätze allzu lange mit dir rumzuschleppen, wenn du die Welt erkundest. Sonst könnte jemand auf die Idee kommen, dir aufzulauern. Diebe machen sich mit allen Schätzen aus dem Staub, die du fallen lässt. Also erhebe deine Kostbarkeiten schnellstmöglich vom Boden auf. Was, wo sind denn die Diebe? Wo geht ihr hin? Hey! Hey, wartet doch auf mich! Rivalentin nähert sich. Was? Da unten? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Stufe 23! Oh mein Gott! Wir sind viel zu stark! Viel zu stark! Oh mein Gott, nein! Ja, doch. Besser ist es. Oh Gott, okay. Ich habe meine Lektion gelernt. Nicht zu lange bleiben. Lieber die Wartezeiten immer durchquälen. Und dann wieder zurückteleportieren. Ich werde natürlich den ganzen Weg offscreen zurücklatschen. Obwohl, warte, jetzt wäre natürlich die Chance, den anderen Weg drumherum zu gehen. Das glaube ich, können wir machen. Yggdrasilblatt. Ah, den kann ich noch. 200k. Das Laub des legendären Weltenbaums birgt die Macht, einen gefallenen Verbündeten ins Leben zurückzuholen. Ha. Statue einer Autschbergine. 160k. Ein Modell eines Monsters einer Fernwelt. Was ist für einer, wie süß. Sehen wir im Real-Life haben. Statue von Machelan. 300k. Ein ernsthafter und wissbegieriger Schleim. Seine seltsame Schriftrolle weicht ihm nicht von der Seite. Und was Ikonisches. Ein Stern, gebastelt von Glocken oder so. Ja, Spiel, ich hab's verstanden. Krass, crazy. Komm, was ist es? Fokus. Fokusstambrin. Boah, was? 8 Millionen? Ein Instrument, dessen scheppernde Schellen alle Zuhörer entzücken. Wow! Boah, wir sind. Boah, das war eine gute Ausbeutung. 11 Millionen insgesamt. Ach, ernsthaft? Direkt den nächsten? Na gut. Dann geht's halt zum nächsten Kampf. Die Kessenclowns! Auf dem Muskelgurt, ja. Nee, den kriegt er nicht, Mann. Das wird mal schön sein, ne? Wir schauen No Mercy! Okay, erstmal die Kleinen. Die sind super einfach. Komm. Gehen wir schnell down. Und dann ist das schon mal Geschichte. Wollen wir uns um den nicht mehr kümmern. Okay, da hinten ist noch einer von denen. Aua. Macht nichts, weil die so viel Schaden. Na komm. Erwisch ihn. Yes, schön, schön, schön. Und bam, weg ist er. Weggefetzt. Okay, nur noch Königsschleim und Königsschleiminnen. Nee, Königinnenschleim. Sorry. Weiß nicht, meine deutsche Sprache ist kurz verschwunden. Und weg ist er. Okay, ich glaube, jetzt traue ich mich wirklich so langsam runter ins Gewirr unter unsere Stufe 2, so gesehen. Ich glaube, so hieß es irgendwie. Schicker Hut. Brim. Ach ja, ich habe irgendwie so ein Ding, was ich aufladen kann, damit ich mehr Schaden mache. Habe ich bisher noch gar nicht benutzt. Müsste ich mal machen, ne? Yeah. Okay, verteidigt. Und wir kriegen dadurch nochmal für den Muskelgurt. Bonus! Über 6,5 Mille. Promille. Mhm. So, sag mal, ist jetzt ja eigentlich hier eingetroffen? Die Madame? Hallöchen! Ja, Kantinenkönigin.
Hast du gehört? Verdammt, Blahnmanager ist vor kurzem eingetroffen. Sie scheint es kaum erwarten zu können, die Personalkantine zu eröffnen. Jetzt können die Monster nach einem langen Tag auf Schatzsuche ihre berühmte Sterneküche genießen. Madame Blankmanager arbeitet hart daran, die Kantine für die große Eröffnung vorzubereiten. Ich glaube, lange wird es nicht mehr dauern. Aha! Aha, und wie auf Stichwort, da kommt Madame Blankmanager. The Cantine is ready! Oh, da bist du ja! Ich habe des Bonnes Nouvelles gute Neuigkeiten. Die Kantine ist bereit zur Eröffnung. Das ist ausgezeichnet, Madame Blind Manager. Bitte fangt so bald wie möglich an. Alle freuen sich schon auf eine Kostprobe eurer Küche. Mais oui! Mais oui! Ich werde meine Kantine tout de suite öffnen. Wartet einfach einen Moment. Mes chérie? Boah, ich kann absolut kein Französisch, ne? Yeah! Bietet Frühstück, Mittag und Abendessen an! Bitte auch Mühe. Ja, oui! Tja, ich weiß nicht, was mit euch beiden ist, aber ich könnte eine leckere Mahlzeit gebrauchen, was heute auf dem Speiseplan steht. Wenn du was bestellen möchtest, dann geh mal zu ihr hin. Firmenpolitik, ja, ja. Thank you very much. So, eins gibt's noch, was wir machen könnten. Hier, Herr Stein. Nee, Heinstein. Aus den Kragenweiten. Da waren wir nur ganz kurz bisher, ne? Genau, er ist ein Ladenbesitzer. Keine Ahnung, was er genau macht, aber da müssen wir auch noch bald hin. So, erstmal in die Kantine. Wenn du Madame Zutaten für die Kantine lieferst, bereitet sie köstliche Gerichte zu, die Wertebodi gewähren. Hau rein oder füttere deine Monster damit. Du kannst Madame kulinarisches Repertoire erweitern, indem du ihre Rezepte bringst. Ja, aber sei gewarnt, habe ich nicht gelesen. Keine Warnung für mich. Okay. Erhöht den Angriff? Erhöht Abwehr? Ach, sowas hier. Schafzahnsteak, das müssen wir ja machen. Das ist unsere Quest. Dann machen wir das. Bon Appetit. Bon Appetit. Thank you. That smells merci. Amazing. Wie ist es? Merci beaucoup oder so? Was weiß ich, Mann. Okay. Ich werde das hier wahrscheinlich nicht benutzen, aber trotzdem ganz nett, dass das hier existiert. So, und kurz die neuen Bewerber durchgehen, ob wir irgendwelche einstellen können. Das wäre zumindest sehr hilfreich. Ja, die ganzen Noobs kann ich eigentlich alle ablehnen, Mann. Weg mit euch. Klatscher, Reißer. Nee, Mann. Nein. Schmutz. Safti. Nee, komm schon. Brauchen wir wirklich nicht. Fleduard. Haua. Chipolata. Boah, kalter. Okay, sorry. Den können wir reintun. Einfach nur, weil ein Drache ist. Muss ich immer tanzen, ey. Nein. Du bist auch zu schwach. Du bist auch zu schwach. Euch würde ich alle liebend gerne reintun. Ihr seid stark. Oh, vor allem du, Zahnibeiß. 28. Was ist das, was mir da fehlt? Irgendein Getränk? Keine Ahnung. Der hat so einen Regenbogenrahmen. Der ist bestimmt auch sehr gut. Okay. Genau. Was machen wir jetzt? Lass mal kurz schauen. Können wir hier was ändern? Theoretisch können wir was Neues reintun, aber ich lasse es erstmal. Okay. Jetzt die Frage, entweder ich gehe runter ins Gewirr oder, na, wisst ihr was, machen wir erstmal den Bahnhof. Machen heute wahrscheinlich keine Story mehr, aber ich würde zumindest auch eben den Bahnhof freischalten. Und dafür müssen wir wahrscheinlich uns erstmal ein bisschen umschauen und da irgendwie Pilze finden oder sowas. Also gehe ich nochmal zurück hierhin und wir gehen da jetzt den Weg entlang, den sind wir noch gar nicht lang gegangen. Da kann man aber wie gesagt auch nach oben. Das ist auch ein Bahnhof, aber den lassen wir erstmal. Den lassen wir erstmal. Den anderen Bahnhof. Wie sieht man auch wie so ein Tiger am Sprinten? Ist die vielleicht schneller als die Ritter? Vielleicht sind die Ritter die langsamsten. Aber zumindest können sie es halt, ne? Ich weiß nicht. Wir haben bisher noch gar keinen Tiger als Gegner gehabt, den wir auch rekrutieren können. Also, konnten wir das auch noch nicht ausprobieren. Was soll's. Warum sind so viele Punkte auf einmal? Okay. Na gut, ja, auf jeden Fall da, wo die ganzen Punkte sind. Genau. Oh, es sind wieder so viele Gegner. Ich hasse Gegner, Mann!
Ich will nie wieder einen Gegner sehen in meinem Leben. Schwindet! Aua, 30 Schaden? Geht's noch? Oh Mist, ich habe keine Kugeln gekauft. Schau mal, wie wenig ich habe. Na gut, ich werde sie nur im Notfall benutzen können, ne? I guess so. Bam. Ist bei dir irgendwas? Nö. Oder wie? Schatz? Ja, was denn jetzt? Saftiges Steak. Ihr habt ihr dann ihren Schatz gefunden? Hier lang? Oder oben? Ich glaube wahrscheinlich hier in der Nähe, oder? Würde mehr Sinn machen, denke ich. Schätze. Hier suchen wir. Was? Hier ist ein Superschatz. Oh. Direkt da unten. Wie nett. Und wie convenient vor allem. So, nehmen wir das nochmal schnell mit. Juwelen. Und das Ausgraben. Wahrscheinlich so da drin ist es. Es sieht zumindest aus, könnte es da drin sein. Eine Figur von einer komischen Person. Ja, okay, war klar. Ja, war klar. Hier oben irgendwo. Vermutlich einfach hier so in der Mitte. Mal schauen. Oder? Ist es hier nicht in der Nähe irgendwo? Müssen wieder kämpfen. Aber wir machen super tolle Fortschritte. Wir sind Champion geworden. Ja. Aber aufgepasst, wir wollen auf keinen Fall runterfallen. Das wäre nicht schön. Wäre nicht so geil. Oh. Na gut. Das war's dann wohl damit. Mal kurz schauen. Wieso? Achso, weil wir im Kampf sind. Ich muss ja sagen, nicht schauen. Ey, Alter, oh. Okay, never mind. Ich habe richtig viel Schaden von dem genommen. Oder war ich vorher schon so schwach? Eigentlich nicht. Oder? Nicht, dass ich mich daran ändern könnte. Hm. So. Schauen. Hey, it's close. Hä? Wie jetzt? Was? Hier unten? Hey, it's close. Oh Gott. Wie kommen wir dann wieder hoch? Okay, ich mach's. Hey, oh. Hier ist auch noch eine Kiste. Medaille? Ja, eine Medaille. Die kannst du bei dir geben. Kann ich bei dir geben. Bitteschön. Wo denn? Wo ist mein Treasure? Am Strand? Irgendwo hier? Ah ja. Oh, na gut. Was, vielleicht können wir auch hier rumgehen. Müssen doch sowieso in die Richtung, glaube ich. Wir müssen ja nicht exakt den Weg folgen, solange wir halt an andere Missionen kommen. Ein Typ mit Flügeln. Ja, wir können auch hier lang. Machen wir das, warum nicht? Howdy, hell. Ach, du kannst nicht schwimmen. Oh. Teleportieren sich die ganze Zeit, wie ihr sehen könnt. Bzu, bzu. Ah. Weird. Jedenfalls. Was sind die wieder Nerven? Wir müssen hier uns um die Slimes kümmern. Die verpesten hier richtig die Gegend. Mal schaut euch an. Diese hässlichen Slimes, Mann. Nein, hässlich finde ich die jetzt nicht. Das ist nicht so sehr. Wir müssen hier lang, genau. Keine Kugel. Bis jetzt habe ich noch keine Kugel gesehen. Nee, okay, alles gut. Oh, es regnet. Wie schön. Es regnet. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so zum Runterkommen, zum Entspannen, einfach so eine Playlist anmachen mit Regensounds. So. Also das fühle ich. Das fühle ich. Und da hinten fühle ich auch den Ballon, den ich sehr gerne hätte. Also, natürlich geplatzt hätte. Hey, it's close. Bumm! Ich glaube, es war jetzt Nummer 8. Maybe? Komm, Level 22 kann doch jetzt auch nichts mehr. Oder? Ja. Vor allem, weil sie jetzt Level 22 sind. Yippie! Ey, noch einer! Hey! Was
soll das? Ich bin wirklich froh, dass wir hier schnell leveln können. Ich finde, das ist schon relativ schnell. Wasser. Weg mit dir! Ich hab gesagt, weg mit dir! Bam! Oh, hier ist der Schatz. Oh, nett. Direkt nebenan gefunden. Stufe 23 Schattenminister. Oh, wisst ihr was? Irgendwie will ich gegen den kämpfen. Wir sind ja eigentlich in einem guten Level, wo wir gegen den gewinnen können. How much is this worth? Oh, zwei Figuren eigentlich. Krass. Ja, wisst ihr was? Ich will gegen den kämpfen. Hey, Kollege! Na, wie gefällt dir das, hä? Ja, ja, gefällt dir wohl nicht, oder? Ohne der Weisen. Oh, das war schon. Ha! Und die Nunde macht sich nicht mal, um was hier zu verstecken. Na gut, die sind mehr als einer. Na gut. Trotzdem habe ich mehr erwartet. Weg entlang. Und dann nach oben. Okay. Hm. Was? Was ist los? So, ein Gegner. Ach, und hier ist ein Schatz. Direkt in der Ecke. Ich sehe es immer auf der Map. Gefühlt sich das... Aua. Gefühlt sich das auf der Map vorher, als dass ich hier auf meinen Füßen sehe. Das ist, was ich meine. Ich sehe auf der Map so ein großes Fragezeichen und das sehe ich vor diesem blauen etwas. So ein Dampf. Es dampft so. Weil das einfach so wertvoll ist, dass es einfach dampfend ist. Yes! Eine Kapuze. Keine Ahnung. Hey! Du da! Komm mal her, Mann! Weg mit dir! Tschüss! Schön. Alright, gehen wir nach oben. Hier ist noch was. Auf dem Boden. Prinzenpulver. Ich habe es anders gelesen, aber egal. Aber egal. Und steinige Stiege. Fängt die Musik wieder an. Was haben wir denn hier? Oh Gott, hier wohnen die Orks. Aber vielleicht haben sie auch Schätze zu verbergen. Das hätte ja auch was. Oh nein, ich habe das gesehen. Oh oh, schnell besiegen und den nächsten besiegen. Weg mit dir. Oh, hier ist ein Schatz, hier ist ein Schatz. Ich brauch den Schatz. Ihr kämpft schon mal. Ihr kämpft schon mal. Ich hol mir den Schatz. Oh, hier ist auch ein Schatz. Hihihi. Und schaut mal, da müssen wir hin. Da müssen wir in der Story hin. Hi. Yeah. Looks pretty valuable. Erst was den Charakter so nachher sehen kann. Dann habe ich jetzt nicht gesehen, was sie ausgegraben haben, aber. Egal. Warte, ist noch ein Schatz? Zickbombe-Formel. Okay. Hier soll noch ein Schatz sein. Oh, wahrscheinlich hinter euch. Orks. Wow. Dammit. Wir machen zwar viel Schaden gegen die, aber auch gegen uns. Ein bisschen aufpassen. Vorsichtiger sein. Besser gewappnet als sie. Ja, wo ist es denn jetzt? Ich hab doch irgendwo einen Schatz gefunden. Nur vielleicht in die Richtung? Jetzt, oh nein, jetzt kämpfen die alleine. Muss helfen. Bam. Ein paar Steine werfen. Ich habe mir extra welche geholt. Ja, komm. Traut euch. Kommt zu mir. Habt ihr Angst oder was? Nein. Jetzt habe ich aber Angst. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Okay. Nein. Aua. Hab ich vorab gestochen, Mann. Oh, er heilt sich. Nein, hat sich gut geheilt, aber... Wir haben einen Critical! Weg ist er! Medaille, schön. Du wirst gerade gebändigt. Nein, Mann, dich tue ich auch jetzt nicht mehr ins Team, nachdem du mein ganzes Team zerstört hast. Geht's noch? Okay. So, erstmal retten und dann den Schatz. Oder die Schätze. Nein, ernsthaft? Komm schon, jetzt nicht. Jetzt ist wirklich ein schlechter Zeitpunkt. Oh nein, ich will nicht wieder die Flügel benutzen müssen. Warum kommen denn immer so viele Leute zu? Sind wir so berühmt? Sind wir so bekannt? Also hier war noch irgendwo ein Schatz. Den sollten wir noch schnell finden. Und generell alles schnell machen, was wir vorhaben. Da ist noch ein Ballon, glaube ich. Okay, ja, der Schatz ist hier oben irgendwo. Da ist ein Ballon.
Okay, das müsste Nummer 9 sein. Oder 10. 9? Wahrscheinlich 9. Nein, hier nicht. Schneller. Das ist uns wirklich sputen. Mann. Okay, ich wollte gerade sagen, hier muss doch irgendwo sein. Okay, hier in die Richtung. Ich hoffe, ich habe alles für den Bahnhof, sonst muss ich, ja. Yes. Die Flügel weg. Hier war ein Cape. Nice. Nice Cape. Ich glaube, da hinten, da, seht ihr das? Dieser eine Punkt, dieser gelbe Punkt. Ich glaube, dass da hinten der letzte Ballon ist, wenn ihr mich fragt. Aber wer hat mich schon gefragt? Ja, ich würde jetzt vorschlagen, hier lang und dann hier lang. Und dann Bahnhof aktivieren, falls es können, was es schaffen. Jetzt bitte ganz schnell. Keine Kämpfe mehr. Wir haben wirklich keine Zeit dafür. Noch ein Schatz. Ja, das ist aber jetzt der letzte, Mann. Also wirklich, mehr können wir ja nicht mehr tragen. Verdammt, die sind so nah. Aua! Was soll das? Oh nee. Jetzt müssen wir auch noch kämpfen, weil der im Weg steht. Verschwinde! Gut, 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 gut. Na komm, ausgraben, ausgraben. Hallo. Jetzt. Mein Gott. Stress, 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 Stress. Hier sind zwei Schätze, sehe ich gerade. Was soll der Blödsinn? Also, das ist doch lächerlich jetzt. Was musst du überhaupt nachstellen? Okay, keine Ahnung. Weg hier. Hier ist der andere Schatz. Wo ist die Tafel? Über uns. Da oben. Okay. Ignoriere den Gegner. Müssen hier hoch. Ja, schön, schön. Schön gelandet. Nochmal. Okay, einfach ansprechen und wegrennen. Alte Runen wurden in das Monument eingemeißelt, aber Eric wird nicht schlau aus ihnen. Aber ich kann's lesen. So betrüblich es auch sein mag, Draconien ist die letzte Ruhestätte der goldenen Drachen Matra und Patra. Okay, schön für die. Oder eben nicht schön, keine Ahnung, ob es eine schöne Ruhestätte ist. Wir sind ganz nah. Wir sind ganz nah. 100 Meter. In 100 Metern. Geradeaus abbiegen. Da müssen wir auch noch lang da unten. Ne? Oh, nimm mit. Schön. Nein, 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 nein. Kein Schatz mehr. Ich weiß, hier ist irgendwo ein Schatz. Aber nein. The hell? Nein, machen wir nicht. Ist noch ein Was soll denn das? Also wirklich? Das ist ja überhaupt nicht mehr lustig. Hi. Wir reden. So, ich hab was. Hier, bitteschön, Schafsandsteak. Oh, das hast du? Ach du meine Güte, und wie köstlich das aussieht. Hoffentlich schmeckt es ihr. Ihr? Briesler stellt der Säbelzahnkatze das Schafsandsteak hin, die es auch prompt verschlingt. Die Säbelzahnkatze wischt sich die Schnurhaare ab und sieht auf einmal putzmunter aus. Oh gut. Nicht mal animieren konnte das, ey. Guck mal, die Wurmann. Guck mal, es hat funktioniert. Die wird schon wieder. Die wird schon wieder, wie es aussieht. Gute Arbeit, Eric. Hier ist die Belohnung. Aha, und das wäre? Ein Flügel brauchen und ein kolossaler Kristall. Ein Kristall von beträchtlicher Größe, den Briesler gefunden hat. So einen Schatz sieht man nicht alle Tage. Okay. Kann man damit crystallisen und dann den neuen Typen annehmen? Stella-Typ? Miau! Anyway, klingt, als würde sie sich mit mir anfreunden wollen. Bisher war ich immer nur mit Ariel unterwegs, aber noch ein Monster dabei zu haben, würde mir das Leben auf jeden Fall leichter machen. Ja, aber ich habe ihr doch geholfen. Na egal. Also gut, willkommen im Team. Schnell dich, Isabella. Warum sagst du dann Sabrina? Also, Eric, dann machen wir mal mit der Schatzsuche weiter. Wir sehen uns bestimmt mal wieder. Okay. Bye, bye. Jetzt ganz schnell. Komm. Bitte sag mir, ich habe alles. Bitte, 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 bitte. Ja. Worüber ich die gefunden habe. Ich hab sie. Vielleicht sieht man es im Video in der rechten Ecke, irgendwie, welche Sachen einsammeln. Egal, ich hab's. Da fällt einem wohl ein Stein vom Herzen, könnte man sagen. Hier sind zwar noch super viele Schätze, aber wie gesagt, wir können die halt nicht aufsammeln. Ich glaube, wenn wir jetzt draußen reingehen, sind die weg. Was soll's? Dann ist es jetzt halt so. Akzeptiere ich. Let's get our new treasure approved. Weg hier. War eine erfolgreiche Ausbeutung heute.
bin sehr zufrieden. Und beim nächsten Mal machen wir dann... ich würde sagen, erstmal das Gewürz und dann die Story. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Home sweet home. This is exciting. Schau, wie viele Freunde wir hier schon gesammelt haben. So? Und Schätze! Was seid ihr denn für Diebe? Richtige Punks, Mann. Statue von Fu Yong und Shao Main. Zwei Mülle. Die Statue zweier mächtiger Monster mysteriösen Ursprungs. Pelzmütze. 61k. Ein Schädelschutz, der aus dem Fell einer blutrünstigen Bestie besteht. Was? Ein Lederschild. 19k. Ein kleiner Schild, der mit der Haut einer Bestie gespannt wurde. Bespannt wurde. Okay. Oh, der kommt mir bekannt vor. Statue von Yamirus oder Lamirus? Keine Ahnung. 500k. Die Statue eines mächtigen Monsters. Statue einer fiesen Figurine. 100k. Und das ist wahrscheinlich ein Cape, oder? Hey, Zauberschürze. Ah, das ist eine Schürze. Was? 1,5 Mille? Ein arkaner Kittel, von dem eine exotische Energie ausgeht. Dorfwaren. Ah ja, 50k. Ein Seidenschal und eine Skulptur, die beide beliebte Souvenirs aus einem bestimmten Dorf sind. Aha. So, so. Boah, diese eigene Schatz, ikonisch, war richtig verdammt viel gegeben, ne? Ah, und einen besonderen Schatz haben wir auch noch gesammelt von Riesla. Und zwar der Kristall. Wie viel ist denn der Wert? 1,2 Mille. Fast 3. Oh. Wenn man diesen Bildschirm sieht, glaube ich, passiert was. Ja. Nächster Rang, Freunde. Wir sind keine passionierten Jäger mehr. Wir sind schon Stufe 7, Rang 7. Expertenjäger. Tja, ich könnte mich auch gerne mit Experten nennen. Warum nicht? 20% schon gerade irgendwie. Boah, jetzt brauchen wir 100k. Okay. Nicht ganz das Doppelte, aber es ist schon ein gutes Stückchen. Das kriegen wir auch noch hin. Ich glaube an die Drachenbande. Wir kriegen das hin. So, und jetzt gehen wir mal. Oder haben wir nichts freigeschaltet? Können wir niemanden rekrutieren oder sowas? Wir können doch bestimmt zumindest einen Schatz doch zusätzlich hinzufügen, oder? Ich will zumindest mal hoffen. Wir wollen einen großen Schätzeraum haben am Ende. Wieso haben wir jetzt überall was? Habe ich überall was freigeschaltet? New Stock. New Stock? Hier unten. Oha, eine Zickbombe. Blitzschaden. Ja, aber habe ich nichts zum Herstellen. Leider. Kantine habe ich wohl was freigeschaltet. Schauen wir mal. Nahrung kaufen. So, die Dinger. Können wir auch mit Geld kaufen, ja. Wait. Den brauchen wir. Wait. Warte mal. Jetzt können wir doch. Denn einen Bewerber. Oder nicht? Zahnibal, willkommen im Team. Stufe 28. Wow. Du bist herzlich willkommen im Team. Ah, sowas von. Sorry, Drache. Du hast schön getanzt. Aber es wird Zeit für einen neuen Star hier in der Show. Boah. Die sind auch hochgelevelt hier, ne? Auch nicht schlecht eigentlich. Ist noch ein Getränk, aber ich filme auch die Schädel. Ich filme noch zwei Sachen. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Ja, der Rest ist egal. Aber hey, ich bin froh. Ich bin wirklich glücklich. Lieblingsgetränk wie von Monstern wie Draco. Aha. Und ja, wir haben hier einen neuen Slot freigeschaltet. Dann könnten wir hier jetzt auch nochmal den Schatz reintun. Ist auch ziemlich ikonisch. Aber vielleicht würde ich den lieber hier hinstellen. Aber wir können auch den Bernstein reintun. Ah ne, ist zu wichtig. Der wird zwar hier angezeigt, aber ist zu wichtig. Verstehe. Alles klar. Not bad at all. Not bad at all. Freunde. Not bad at all. Fände ich es auch, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein würdet. Und natürlich auch ein Like und ein Sub da lässt. Damit ihr überhaupt noch wisst, wenn die nächste Folge da ist. Mit einer Glocke. Und ja. Wir sind gespannt, wir haben Spaß hier in Dragon Quest Treasures. Ich werde dich Danny nennen. Mein Kleiner.